Liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen zu unserem nächsten Redner. Norbert Bongartz, Sprecher des Aktionsbündnisses. Der Anlass für seine heutige Rede ist, dass am Gründonnerstag vor inzwischen 10 Jahren das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 gegründet wurde. Ein, sagen wir mal, ambivalentes Jubiläum, denn wir haben zwar einerseits allen Grund darauf, allen Grund stolz zu sein auf unsere Hartnäckigkeit, auf das hohe Niveau unserer Analysen und auf unser Durchhaltevermögen. Aber ganz, ganz nüchtern müssen wir eben auch feststellen, wir können uns trotz der herausragenden Facharbeit im und ums Aktionsbündnis überhaupt nicht zurücklehnen, sondern müssen die nächsten Jahre in den Blick nehmen und uns als Bewegung weiter ins Zeug legen. Wir müssen daran arbeiten, dass sich an den vielen Sollbruchstellen, die es gibt, vom Brandschutz über den Düker bis zu den Kosten, tatsächlich ein Bruch mit dem Projekt entwickelt und der Umstieg ins Auge gefasst wird. Wir haben mehr als 10 Jahre inzwischen gemeinsam geackert und gekämpft und wir kämpfen weiter. Wie und an welchen Stellen das Aktionsbündnis seinen Beitrag dazu leisten wird, dazu spricht jetzt Dr. Norbert Bongartz. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Zunächst mal hochaktuell. Ich habe gerade eben festgestellt, dass zwischen meinem Elternhaus und dem Haus, in dem Gerd Schinkel lebt, nur 200 Meter Luftlinie liegen in Köln. Das fand ich sehr bemerkenswert. Wenn Sie jetzt mir zuhören und zufällig schon die in hellblau gedruckte Rede vor sich hätten, dann bitte ich Sie, den ersten Satz zu streichen, in dem ein grässliches eine Missinterpretation denkbar wäre. Deswegen gilt das gesprochene Wort. Liebe, ebenso Treue und zugleich ungeduldig auf neue Zeichen um S21 hoffende Freunde, die für eine überzeugende Politik bei der Bahn, bei der Landesregierung und bei den anderen für dieses unterirdische Megaprojekt Verantwortlichen hier einstehen. Letzte Woche ist ganz leise der 10. Jahrestag der Gründung des Aktionsbündnisses an uns vorbei und nicht über die Bühne gegangen. Wir hatten zu diesem Anlass anfänglich an eine gemeinsame Hockitze am grünen Donnerstag auf dem Marktplatz gedacht. Den Plan haben wir aber aus verschiedenen Gründen wieder fallen gelassen. Wir denken jetzt darüber nach, wo und wir mit diesem Jahrestag umgehen sollen und werden. Das wird einer der Punkte sein, die wir mit euch heute Abend im Forum 3 weiter besprechen wollen. Also wenn Sie noch Zeit zur Verfügung haben und noch genügend Motivation, dann kommen Sie doch mit uns ins Forum 3. Im April 2007 hatte Werner Wölfle zusammen mit Gangolf Stocker und personell mit dabei, aber nicht als Gründer gewünscht, Hannes Rockenbauch zur Gründung eines Aktionsbündnisses aufgerufen, um die kritischen Kräfte gegenüber von S21 zusammenzubringen. Der BUND, grüne Politiker und die von Gangolf Stocker seit 1994 bereits initiierte Initiative Leben in Stuttgart vereinten sich mit den Initiativen Pro Bahn und dem Verkehrsclub Deutschland und mit später hinzustoßenden Gruppierungen wie zum Beispiel dem Architekturforum Stuttgart, um dem
aufs Gleis gesetzten Großprojekt mit zunehmend guten Argumenten gegenüberzutreten. Es kam bald zu der ersten großen Aktion, in der über 60.000 Unterschriften gegen S21 gesammelt wurden. Sie wurden vom damaligen OB Schuster dadurch unschädlich gemacht, indem er von Seiten der Stadt den Finanzierungsvertrag von S21 eilig unterschrieb, voreilig, und dann verkündete, die Unterschriften seien leider zu spät abgegeben worden. Was 2007 begonnen hatte, wäre eine Erfolgsgeschichte für den engagierten und friedlichen Bürgerprotest geworden, wenn die gegen S21 gesammelten und vorgetragenen Argumente ernst genommen und in den politischen Entscheidungen auch einbezogen worden wären. Wir haben aber erleben müssen, dass die beachtliche Kritik ignoriert, weggelächelt, verhöhnt oder mit falschen, ja dreisten Gegenbehauptungen konterkariert wurden. Noch schlimmer, wir mussten erleben, dass drei der Gründungsmitglieder das Aktionsbündnis verlassen haben, als sich ihre Chefetagen dazu entschlossen hatten, ihre Gegnerschaft gegen das S21-Projekt aufzugeben oder aufzuweichen und den Spagat der Kritiker mit den Kritikern im Aktionsbündnis und der Befürworter auf der Leitungsebene nicht mehr auszuhalten war. Das damals prophezeite Ende des Aktionsbündnisses trat aber nicht ein. Wir haben unseren Weg mit neuen Kräften und neuen Leuten fortgesetzt und mit neuen Aktivitäten, so zum Beispiel mit dem konstruktiven Konzept Umstieg 21, das die Chancen sinnvoll umnutzbarer Teile der S21-Baustellen aufzeigt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die juristischen Vorstöße gegen die Bahn durch unseren Sprecher Eisenhard von Löper, bei denen immer noch ein Durchbruch möglich ist. Hier blicken wir noch klar nach vorn. Die Flinte liegt noch nicht im Korn. Wo stehen wir heute? Klar, wir stehen hier auf dem Schlossplatz, immer noch, trotz des Frustes darüber, dass alle unsere guten Argumente und Warnungen auf zugeklebte Ohren der für S21 Verantwortlichen stoßen, dass sich die Verantwortlichen nach und nach vom Acker gemacht haben und ihre Nachfolger nicht den Mut haben zu einer Korrektur, geschweige denn zu einer Neubewertung, also einer Revision ihrer Pläne. Nachdem die Bahn eine seit vielen Monaten angesetzte Debatte über S21 schon zweimal verschoben hatte, sollte diese am 22. März auf der Tagesordnung stehen. Warteten wir auf das Ergebnis dieser Sitzung, warteten auf einen Beschluss der Vorstände plus Aufsichtsräte angesichts der vom Bundesrechnungshof auf ca. 10 Milliarden veranschlagten Baukosten und der vielen Schwächen und Risiken. Und was ist passiert? Nichts.
Die geplante und erwartete Debatte über S21 fand nicht statt. Das war eine fundamentale Absage oder gar Kapitulation der Bahn gegenüber der Rationalität. Offenbar haben die Aufsichtsräte und Vorstände so viel Angst, dass ihr in dem Fall, wenn sie verhandelt hätten, die Fetzen um die Ohren geflogen wären. Deswegen, das Aktionsbündnis ist empört über dieses sich nicht befassen, über diese Verweigerung und über die Aussage des neu bestellten Bahnchefs Lutz, er sei finster entschlossen, S21 zu Ende zu bringen. Da können wir nur ironisch fragen, welche Art eines Endes hatte er wohl damit gemeint? Wir sind und bleiben im Aktionsbündnis weiter aktiv und sehen in den letzten Tagen und Wochen auch mehrere Anzeichen dafür, dass unsere Ausarbeitungen und Vorstöße fruchten. Hier eine kleine Auswahl. Das von mehreren Kommunen auf den Fildern in Auftrag gegebene Gutachten, welches die Chancen und Vorteile einer bis ins Neckartal nach Wendlingen verlängerten S-Bahn, also dem sogenannten S-Bahn-Ringschluss, zusammenfassen sollte, entspricht weitgehend dem Vorschlag von Umstieg 21. Wir meinen nur, mit dem Ringschluss sollte nicht erst bis zum Abschluss von S21 gewartet werden, sondern nur bis zu dessen vorzeitigem Ende. Zweitens, es gibt einen Beschluss des Kreisverbandes der SPD. Ich zitiere: Die neuen Fakten in Sachen S21 angemessen zu berücksichtigen und durch die Projektpartner bewerten zu lassen. Zitat Ende. Und danach hagelt es mehr als ein Dutzend kritischer Fragen an den Parteivorstand, an die Landtags-, die Gemeinderats- und an die Bundestagsfraktion. Wir sehen also, es tut sich was, sogar in der SPD. Zu den Zeichen der Zeit gehört auch das Ergebnis der repräsentativen Infratest-DiMAP-Befragung, der zufolge 63% der Menschen in Baden-Württemberg die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg, die Stadt und die Bahn auffordern, die Alternative Umstieg 21 ernsthaft zu prüfen. Sie sehen, die Rede ist nicht einseitig, weil sie aus drei Seiten besteht. Das jüngste interessante Zeichen: Der ehemalige Regierungspräsident Schmalzel, Mitglied des von uns mit dem Vorwurf der Untreue belasteten Aufsichtsrats der DB, hat es im Moment recht schwer, zum Vorsitzenden der IHK Stuttgart gewählt zu werden. Was bedeutet das alles für unser Aktionsbündnis? Antwort: Wir bleiben dran, wir lassen nicht locker und sorgen weiter dafür, dass auch in Zukunft unbequeme Nachrichten und Argumente gegen S21 nicht unter den Teppich gekehrt werden. Denn diese sollen... Danke für die
einfühlsame Vervollständigung meines Referates. Auf Wiedersehen gleich im Anschluss an diese Demo ab 19:30 im Forum 3. Der Abend steht unter dem Titel Strategien gegen finstere Entschlossenheit und alternative Fakten.